Nur mit großer Anstrengung kann Werner Springmann aus Oberarnbach im Kreis Kaiserslautern seine Zeitung umblättern. Der 69-Jährige leidet seit mehr als 30 Jahren an Muskeldystrophie, einer seltenen Form von Muskelschwund. Ohne Hilfe einer Pflegekraft geht es nicht. Er war mit privaten Pflegediensten nicht zufrieden. Außerdem vermutete er, dass auch bei den Abrechnungen getrickst wurde. Ich denke gerade noch mal dran. Wer kontrolliert das? Ne? Auch ich nicht. Das haben sie im Monat, haben sie so und so viel, esse und haben das noch. Und dann kommt der mittags und man muss separat kommen, die Person, und tut das Abendbrot richten. Und irgendwann hast du dann keine Kontrolle mehr über die Sache. Und dann ist es möglich, dass man dann, ja, verscheißt. Mit der Pflege der Ökumenischen Sozialstation Westpfalz ist er zufrieden. Ihr vertraut er auch in Sachen Abrechnungen. Der Verein hat einen Träger im Hintergrund. 54.000 Euro pro Jahr gibt es von Kirchengemeinden, Pfarreien und Krankenpflegevereinen. Mehreinnahmen durch betrügerische Abrechnungen seien kein Thema. Wir brauchen keine Gewinne zu erwirtschaften und wollen auch keine erwirtschaften. Im Gegensatz zu diesen Verbrechern oder schwarzen Schafen in den Pflegediensten, die Gewinne erwirtschaften wollen auf unseriösem Wege, indem sie entweder ihr Personal vernünftig bezahlen, Patienten oder die Kassen bescheißen. Ein Problem, das auch die Kassen erkannt haben. Bei der AOK Rheinland-Pfalz-Saarland beispielsweise sind 2016 und 2017 unter anderem durch falsche Abrechnungen im ambulanten Pflegedienst etwa 2,8 Millionen Euro Schaden entstanden. Die schwarzen Schafe sind nicht ausschließlich die privaten Träger, wobei hier ein eindeutiger Schadensschwerpunkt liegt. Es gibt aber genauso gut unter den öffentlichen Einrichtungen Problemfälle. Der Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienst DEV entgegnet, er habe keine Erkenntnisse über laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es ist nicht bekannt, was den Diensten, ungeachtet der Frage der Mitgliedschaft, vorgeworfen wird. Der BPA ist nicht das Sprachrohr betrügerischer Pflegedienste. Wir beurteilen abschließend, wie die Gerichte, nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren. Fest steht, solange Pflegedienste wirtschaftlich arbeiten müssen, stehen sie unter Druck, zeitlich und finanziell. Und weil deshalb offensichtlich immer wieder Abrechnungen gefälscht wurden, um Leistungen zu kassieren, die nicht erbracht worden sind, verlieren Patienten wie Werner Springmann langsam das Vertrauen ins System.